der Grund ist einfach dafür, dass wir einen Klimawandel haben und wir der Verkehrssektor bis jetzt nichts dazu beigetragen hat, die Umweltbelastung zu reduzieren. Auch alle technologischen Neuerungen haben das nicht erreicht. Und das betrifft nicht nur die Treibhausgasemissionen, sondern das betrifft eben auch die Belastung von Mensch und Umwelt durch die Flächeninanspruchnahme, die besonders gravierend in den dichter besiedelten Regionen und Städten ist. Das betrifft Lärm, das betrifft psychische Belastung, Verschmutzung auch durch andere Formen von Abgasen, Abrieb, ne, wie Feinstauben und so weiter. Der Verkehrssektor muss also einen wesentlichen Beitrag leisten für den Klimawandel. Und das Problem dabei ist, dass der motorisierte Individualverkehr eben einer der Hauptträger dieser lastenverursachenden Prinzipien ist. Weil Gestalter, Designer und Architekten sind diejenigen, die vermitteln zwischen dem Mensch und dem Verkehrssystem mit seinen unterschiedlichen Angeboten, mit seinen Räumen, mit seinen Produkten, mit seinen Informationen, digital und analog. All das muss zusammengedacht werden, systemisch gedacht werden. Und das muss so vermittelt werden, dass es für ganz unterschiedliche Nutzende erfahrbar ist, dass sie das, dass es auch verständlich ist, dass es gebrauchstauglich ist, dass man sich darin wohlfühlt und so weiter. Und das ist die große Aufgabe des Mobilitätsdesigns in der Zukunft. Ich muss das eben systemisch denken und das heißt letztendlich, was die physische Seite angeht, die materielle Seite des Ganzen, dass ich an jeder Stelle, wo ich sozusagen mich mit dem System, mit dem Mobilitätssystem in Berührung komme, den Zugang finden muss. Das muss ineinander greifen. Das geht vom Fahrradständer bis zur Bahnhofshalle. Das geht bis rein in den Städtebau. Zentral dafür ist Information. Die Schrift alleine, dass die Schrift lesbar ist, dass auch ältere Menschen sie lesen können. Na, wie entscheidend schon die Gestaltung von Schriften, von Plänen sein kann zum Verständnis. Und das Ganze muss immer auch kohärent mit dem Digitalen sein. Im Moment wird überhaupt nicht zusammengedacht, die App-Entwicklung und das, was im analogen Raum gibt. Dann hat man plötzlich zwei verschiedene Farbkodierungen, andere Schriften, was nur zu Verwirrung führt. Das ist schon auf einer ganz funktionalen Ebene, müssen wir das zusammendenken, kohärent denken. Und das geht wirklich vom Detail im Produkt los bis rein in den Städtebau. Und das ist die große Herausforderung, vor der wir stehen. Und das haben wir eben dann auch als Mobilitätsdesign eben entsprechend formatiert. Tolle Beispiele, die wir haben aus Dänemark oder aus Holland, den Umbau der alten Bahnhöfe, eine riesige Herausforderung im Bestand, im Denkmalschutz, die Kathedralen, wie sie damals ja Verkehrskathedralen, wie die umgebaut werden zu Mobilitätsverknüpfungspunkten, dass man begreift, dass die Bahnhöfe eben zentrale Verknüpfungspunkte sind, wo dann auch gezeigt wird, dass zum Beispiel eine mehrere hundert Meter lange unterirdisch geführte Fuß- und Radfahrpassage, eigentlich der Horror jedes Planers, Politikers und Betreibers, wie der über eine hochwertige Gestaltung, über wirklich herausragend gemacht in der Differenzierung, in der Lichtwirkung, auch in der symbolischen Bedeutung, die es vermittelt, wie in der Kuiperpassage Amsterdam Hauptbahnhof, Zentralbahnhof, wie da Akzeptanz erzeugt wird und die Menschen da gerne durchgehen. Man kann sich das kaum vorstellen. Und da wird eben deutlich, was Gestaltung kann. Wir müssen natürlich auch visionär ein bisschen denken, nicht nur was Verkehrsmittel angeht, sondern auch wie gerade über die Digitalisierung immer stärker jetzt die Interaktion nicht mehr über eine grafische gestaltete Benutzeroberfläche in einem Smartphone oder Tablet, sondern immer stärker wird das Wandern in andere Devices auch immer stärker in die Umgebung rein, wird auch immer stärker über Gedanken, Augensteuerung und das System wird auch immer flexibler. Es wird auch zunehmend durch KI optimiert anfangen, immer stärker auf Bewegungsmuster, auf bestimmte Interaktionen von Individuen, wie sie aggregiert werden, eben zu reagieren. Und das stellt natürlich die Gestaltung auch nochmal für ganz, ganz grundlegend neue Herausforderungen.